den Finger und er hat vielleicht mal genutscht oder was. Mhm, der beißt sich doch mal die Hand. Ja, da muss er einen Gummi kaufen. Der macht das ja nicht mehr. Und das ist ja auch alles schon verheilt. Oder man zieht ihn nach dem Handschuh an. Ja. Weißt du, dass er nicht mehr nutzen will. Ja. Ist ein bisschen zu warm, oder? Hm? Ist es auch zu warm? Ja. Ich finde es ein bisschen zu warm hier. Ja, ne. Also für mich nicht. Für dein Kind nicht. Wo hast du denn die Decke hin? Kinder brauchen. Schön Blumen. Ich bin mir nicht sicher, aber wir haben ja. Guck mal, die ist super, die Vase dafür. Ne? Ich will das verkaufen, aber. Kein Interesse. Ist das eine Schnitt Amarille? Eine Amarillis. Amarillis? Eine Amaryllis. Was machst du denn hier? Ich mische das warm. Ein Schaf, wo hast du denn ein Schaf gekauft? Wo hast du denn ein Schaf gekauft? Ein Großhändler? Nee, da fahren die extra auf den Bauernhof. Ganz weit weg. Du fährst fast eine Stunde im Auto. Auf diesem Bauernhof. Wer hat das geholt? Wo ist das jetzt? Und da auf diesem Bauernhof, da kann man selber schlachten. Da kannst du dir wir haben ein Schlachthaus, ein kleines, da kannst du das Tier dann aufhängen und kannst das selber schlachten. Wer hat das gemacht? Das macht dann die Familie von ihr. Der Cousin oder der Onkel Tarek oder der Cousin Mohammed machen das dann selber. Und die machen das dann halal, also mit Beten, Beruhigen und so weiter. Das ist dann wirklich das beste Fleisch, weil das kommt dann vom Bauernhof, ohne Chemie, einfach nur das beste Futter und dann noch mit Halal-Schlachtung, also mit der man nimmt es an. Gebets, und dann ist das wirklich das beste Fleisch, aber halt man sehr, sehr teuer. Ne? Ist halt alles sehr, sehr teuer. Wenn man sich überlegt, so ein Schwein, wenn ihr so ein ganzes Schwein kaufen würdet, kostet 30 Euro. Ne? Und so ein kleines Schaf, das ist dieselbe Größe, kostet 300. Na, ein Schwein kostet doch keine 30 Euro. Doch, ein Schwein kostet 40, 50 Euro. Also so ein ganz kleines Schwein kostet unter 50 Euro. Die werden ja schon da 6 Monate geschlachtet. Ist halt extrem teuer. Guck mal, vielleicht bekommen wir jetzt Postdruck hier. Der DHL-Fahrer ist jetzt schon hier. Die Schenke, komm, wo ist mein Brot? Das ist dein Brot, Schuh. Das ist mein Test. Ja, das ist mein Test. Sehr unten, was machen die? Der Paketfahrer kommt. Das ist mein Test. Ich bin sicher. Wir haben überall, in ganz Deutschland, haben wir Testprodukte angemeldet, dass wir Tester sind. Ach so. Wir bekommen jeden Tag Pakete. Ist das nicht ein bisschen kalt? Nein, warm. Das? Das ist warm. Ich nehme an dir. Jetzt kommt er wohl, oder was? Oder? Er muss noch. Oder er muss noch mal mit dem Auto. Nimm noch mal hoch. Nimm noch mal hoch. Der oh, Wahnsinn. Ist wahrscheinlich. So ein kleines Papier. Ja, der musst du hochnehmen. Guck mal, so ein kleines Paket, dann machen wir jetzt so eine große Box rein.
ist das? Ja. Das haben wir schon gebraucht. Hier im Bewegungsmelder. Was ist das? Bewegungsmelder. Ach so. Ich bin mir nicht sicher, ob das wieder funktioniert. Dann musst du das, sollte das rausnehmen und muss das neu stellen. Das ist bestimmt eine Beschreibung dabei. Kannst du das besehen, Philipp? Wir sind von der Hebamme. Mhm. Was sagst du? Von der Hebamme, das ist geschenkt bekommen. Ach so, hat die Hebamme gegeben. Ja, gestern. Endlich. Ja, das Paket gab es immer. Also zwei oder was? Nee. Und er kommt zum Gucken an von oben bis unten. Ja. Was hast du am Montag für Schicht? Frühschicht? Nee, ich glaube Nachtschicht. Nachtschicht? Mhm. Dann musst du am Sonntagabend hin? Nee, Montag. Und am Montag und bis? Montagmorgens gehe ich dann noch zur Ausländerbehörde. Am Montagmorgen gehe ich noch zur Ausländerbehörde. Am Montag musst du zur Ausländerbehörde. Warum? Weil ich möchte ihre Eltern einladen nach Deutschland. Da musst du auch über die Einladung, musst du auch über die Ausländerbehörde. Die brauchen ja Visum. Ach so. Das ist das Kind mal sehen. Ich habe schon gedacht, ob deine Mutter auch mal kommt und guckt. Also müssen meine Mutter? Essen. Nee, ihre. Ach so, ja. Aber da musst du ein Visum haben. Kannst nicht einfach mal rein. Nee, wir haben ja den Luxus, dass wir in jedes Land rein dürfen. Wir Deutsche, wir brauchen ja kaum ein Visum. Mhm. Wir dürfen in 170 Länder einfach so rein. Brauchen kein Visum. In Marokko brauchen wir Visum. Muss. Die Marokkaner brauchen für alles Visum. Wenn das auch so lange dauert, wie bei einer Frau ist das Kind in die Schule. Das dauert lange. Da geht das Kind in die Schule. 2 Monate bestimmt. Da müssen wir noch eine Verpflichtungserklärung machen. Ne? Guck mal. Hä? Da müssen wir eine Verpflichtungserklärung machen. Da verpflichten wir uns, wenn ein Notfall ist, dass wir alles bezahlen. Da verpflichten wir uns, wenn irgendwas passiert, was Geld kostet, dass wir das bezahlen. Wir verpflichten uns, dass die Personen bei uns zu Hause wohnen, genug Platz zum Leben haben und auch Essen bekommen und Kleidung bekommen. Für all das werden wir verpflichtet, dass wenn es mal Probleme geben sollte mit diesen Menschen, Polizei oder die werden festgenommen oder gehen verloren oder werden getötet, dass wir dann die Schuld bekommen. Das heißt dann, dass wir dann die Verantwortung tragen, dass wir dann, wenn die zum Beispiel hier etwas Schlechtes machen, dass wir dann ins Gefängnis gehen. Das ist eine Verpflichtungserklärung, dass wir sind die Verantwortlichen und Deutschland hat mit den Menschen nichts zu tun. Dann hat die mit dem nichts zu tun. Nur wir haben die Verantwortung. Und wie lange sollen die da bleiben? Wir müssen auch die Versicherung bezahlen und so weiter. Monatsbeginn. Ja, die werden ja nichts machen. Die werden sich auch nicht benehmen. Ja, klar.
Wir werden sich so ordentlich, benehmen, wie sie es im Auto gelernt haben. Was sagst du, Philipp? Wir werden sich so ordentlich benehmen, wie sie es im Marokko gelernt haben. Das ist auf jeden Fall die Kultur. Wir müssen meine Mutter. Zeig mir doch mal ein paar Videos. Ja, ja. Von deiner Mutter. Die hat das noch nie gesehen. Hast du, du wolltest doch gerade Kaffee trinken. Nee. Hier steht das Ei noch. Achso, ich hab noch. Du, der bleibt aber nicht immer so ruhig. Das ist nur, weil er es gegessen hat. Nee, wenn der älter wird, lässt er sich das nicht mehr bieten. Dann hast du erst, wenn der rumkrabbelt, dann habt ihr eure Arbeit. Da musst du aufpassen, wie ein. Weil die nur Blödsinn machen. Keine Videos. Und muss ihn abspeichern bei dir. Können jederzeit gelöscht werden bei dir. Hm? Die Videos können jederzeit gelöscht werden. Das ist so. Muss sie dann bei dir zu Hause, du musst sie bei dir abspeichern. Was klappt da? Hast du eine Spülmaschine? Der Tee. Ach, der Tee. Und wer ist der Kleine? Und dein Bruder? Cousin? Vom Bruder. Ja. Cousin? Der hat irgendwas. Dann schrei mal richtig, damit die das merken, dass dir es nicht gefällt. Ja, ja. Hm. Hallo. Gefällt dir was nicht? Nee. Hm. Willst du mal aufstoßen?